Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder ein Interview, das dritte Interview in diesem Jahr. Ich starte in diesem Jahr mit Interviews durch. Diesmal habe ich wieder die liebe Julia neben mir sitzen. Hallo liebe Julia. Hallo liebe Silke, toll, dass ich wieder da sein darf. Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du wieder hier virtuell neben mir sitzt. Du hast auch einen YouTube-Kanal, Händchen in Hand. Auf deinem Kanal geht es um die Thema so Freilernen, bedürfnisorientiertes Begleiten, eine gesunde Eltern-Kind-Beziehung. Du hast auch eine Webseite, die werde ich auch unter diesem Video oder unter diesem oder in der ersten Kommentar, im ersten Kommentar verlinken. Liebe Julia, wir kennen uns ja jetzt schon so anderthalb Jahre. Wir tauschen uns sehr intensiv aus. Wir haben uns auch schon im Sommer mehrfach persönlich kennengelernt und wir können über alles uns frei austauschen. Und wir schauen uns natürlich auch die besondere Situation genauer an, die große Krise. Ich sage jetzt nur C-Thema. Ich spreche das nicht gern aus, vor allem nicht auf YouTube. Ich will dem nicht so viel Raum und Energie geben und beschäftige mich eher, oder wir beschäftigen uns eher mit den Dingen, die dahinter liegen. Und auch haben wir auch letztens, das war auch ein schönes Gespräch, wo geht es denn hin? Da haben wir gemerkt, oh, wir schauen gerade verschiedene Ausschnitte der Realität an. Und das war aber so ein bereicherndes und bereichernder Austausch, hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch wenn wir merken, oh, wir gucken gerade ganz andere Dinge an, schlussfolgern anders. Wo geht es wirklich in Zukunft hin? Ist das auch eine große Chance für eine Veränderung? Und da möchte ich mit dir nochmal einsetzen. Wir haben darüber gesprochen, es konnte ja in einigen oder vielen Bereichen vor der C-Krise so gar nicht weitergehen. Das war ja schon fast am Limit, ne? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir wollen jetzt auch nicht in jedem Thema so in die Tiefe gehen. Wir wollen es einfach nur so anreißen, was unsere Themen sind, wo wir sagen, für die neue Welt, für eine bessere Welt, für Strukturen, die den Menschen, der Natur und den Tieren dienen, braucht es auf alle Fälle eine Veränderung. Und weil dein Thema ja eben auch die Kinder sind, habe ich gedacht, dann gebe ich erstmal das Thema Kinder an dich ab und sage, was müsste sich ändern? Wie nochmal so ein kurz, dass du skizzierst, wie war es vorher, wie hast du es vorher wahrgenommen und was wäre das für eine Chance, diese Krise anders mit Kindern umzugehen? Ja, also vorher war es ja natürlich alles noch sehr starr. Jetzt hat sich schon vieles aufgelockert, schon alleine mit der Schulpflicht, die wurde ja ausgesetzt, dann doch wieder und dann ist es in den Bundesländern unterschiedlich. Also vorher gab es da wenig hinterfragen. Ne? Da war die Schule einfach so gesetzt und das ist jetzt natürlich schon ein bisschen aufgeweicht. Glücklicherweise haben sich auch ganz viele Initiativen ja gegründet, die jetzt einfach sich gegenseitig auch unterstützen, ob das Formulare sind, die da rumgeschickt werden. Ja, alles sowas ist jetzt mehr gekommen und natürlich für die Kinder war es vorher sehr starr. Jetzt wird es gefühlt natürlich noch schlimmer, ja, durch diese ganzen Regeln, die sie jetzt einhalten müssen. Aber dadurch, dass ja viele Eltern jetzt schon gesagt haben, ich nehme die Kinder jetzt da raus, wird es natürlich auch besser. Und diese Regeln, die jetzt so richtig offensichtlich zutage treten, die waren natürlich vorher schon da. Also der Lehrer hatte ja schon immer die Befugnis, eure Kinder oder deine Kinder oder mein Kind, also ist ja noch jetzt nicht in dem Alter, aber zu erziehen. Ja, also die Schule hat ja einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Und selbst wenn wir als Eltern vielleicht sagen, wir leben unerzogen, ja, das interessiert die Schule wenig. Und die Pflicht, dahin zu gehen und sich diesen zu unterwerfen, die ist natürlich da gewesen. Und insgesamt ist es für die Kinder immer enger geworden. Die Kindheit ist immer mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Wir sind immer mehr, also die Kinder sind immer mehr pathologisiert worden. Die Kinder sind immer mehr ihre Kindheit beraubt worden. Also ob das jetzt durch die Schule war, durch den Kindergarten, durch die Frühförderung, die völlig sinnlos meistens viel zu früh einsetzt. Und also die Kindheit wurde sozusagen, ja, schablonisiert, wenn man das mal so sagt. Also ja, die Kinder werden irgendwie, sollten in irgendwas reingepresst werden. Und jetzt merkt man das halt so richtig doll, ja. Nur funktionieren, ja. Und Hauptsache, sie sitzen da, ob es ihnen dabei gut geht, ob sie dabei Luft bekommen, ob sie das alles noch so unterschreiben möchten für sich selbst als Mensch, als Individuum, das ist jetzt erstmal egal. Und da ist für mich die große Chance zu sagen, es muss wesentlich mehr vom Kind ausgehen, ja. Also es muss wirklich mehr wieder zu diesem
Verständnis zurückgehen, dass Kinder einfach auch ganz spezielle Bedürfnisse haben, denen überhaupt keine Rechnung mehr getragen wird. Ja, da wird viel mit Konsumgütern versucht, wieder gut zu machen. Eltern haben ein schlechtes Gewissen, weil sie den ganzen Tag auf der Arbeit sind und ihre Kinder kaum sehen. Dann wird viel Geld investiert, um irgendwelche tollen Urlaube zu finanzieren oder tolles Spielzeug, um das irgendwie wieder gut zu machen. Aber dabei haben wir oft vergessen, dass die kleinen Dinge, dieses Zusammenleben in der Familie, das Zeitverbringen, Zeit in der Natur, Zeit zum Austoben, Zeit auch, um Gefühle mal zu teilen, dass das eigentlich viel zu kurz gekommen ist und dass das eigentlich wirklich das ist, was Kinder brauchen. Ich hatte ja nun auch fachfremd Ethik unterrichtet, vor allem mit Erst- und Zweitklässlern, und habe da immer wieder in gemeinsamen Diskussionen oder Gesprächsrunden gemerkt, dass das eigentlich das ist, was sich Kinder am meisten wünschen. Zeit mit Mama, Zeit mit Papa und einfach spielen. Ja? Wann dürfen denn Kinder wirklich mal frei spielen? Das ist auch noch ein ganz großes Thema. Das freie Spiel ist auch sehr zurückgedrängt worden. Und das ist jetzt unsere Chance, das zu sehen, ja? Wie wir eigentlich wirklich nur noch im Funktionsmodus sind und gar nicht mehr richtig bei uns ankommen und bei dem, was Kinder sind, bei dem, was wir auch vielleicht sein wollen, ja. Ja, ich kenne auch einige im Erzgebirge, da haben sich auch so Netzwerke gebildet, so Familien, die die Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Also es gab ja zeitweilig mal, wurde die Präsenzpflicht ja komplett ausgesetzt in ganz Deutschland. Jetzt ist es, glaube ich, teilweise nur in einigen Bundesländern. Und in den Ländern gibt es natürlich dann Eltern, die merken, Moment mal, also so geht das doch nicht, die dann wirklich sozusagen aufgewacht sind, was die Bildung angeht und wie mit den Kindern umgegangen wird. Und da gibt es jetzt auch so viele kleine Netzwerke, wo man auf die Kinder betreut, auch ein bisschen mit unterrichtet und dass halt nicht alle Eltern einzeln zu Hause bleiben müssen, sondern dass die Kinder eine Räumlichkeit haben. Ein, zwei, drei Eltern passen auf, die anderen gehen arbeiten, dass es so ein Wechsel ist. Das finde ich ein schönes Modell. Und du kennst ja auch den Ricardo Leppe. Und sein Bruder Ja. Elias Leppe, die haben ja da auch so tolle Projekte, wo es darum geht, so Lernorte zu schaffen, ja, wo die Kinder mit Freude und Spaß lernen und die richtigen Dinge lernen. Das ist ja auch nochmal sowas, ne? Weil echte Bildung, wo man auch Dinge fürs Leben lernt. Und man merkt ja oft, dass Kinder kommen aus der Schule, haben vielleicht ganz viel auswendig gelernt in gewissen Themen, wo man ja auch hinterfragen kann, zum Beispiel die Evolutionstheorie, habe ich mich auch lange damit beschäftigt. Das ist ja auch so ein Thema, wo ich sage, das ist ja nur eine Theorie, das ist ja gar kein echtes Wissen. Und es bringt das zu wissen, da Sachen auswendig zu lernen, wo man gar nicht weiß, ob das stimmt, dann doch eher so praxisbezogene Dinge, zum Beispiel gesunde Ernährung oder wie man mit Geld umgeht, gewaltfreie Kommunikation. Da gibt es so viele Themen oder heimische Tiere und Flora und Fauna einfach mal mehr aufgreifen, auch mal zu schauen, was kann man in der Natur essen, was gibt es da, Vögel beobachten, dass das viel mehr ausgeweitet wird, gewisse Werte auch wieder hochheben, ne? So gewisse Werte, auch Gemeinschaft. Und auch nicht so dieser Druck in der Schule, immer alles zu bewerten und zu benoten. Da habe ich zum Beispiel letztens ein interessantes Interview gesehen, Neue Horizonte TV, glaube ich, mit dem Götz und mit dem Reik Garbe. Und da ging es auch, wir sind eine traumatisierte Kindergesellschaft. Also ich werde das Video auch mal oben verlinken, wenn es noch online ist. Hochspannend. Und der Reik Garbe zeigt eben auch auf, wie die Kinder eben gebrochen werden. Also wie die Kinder, also da geht es schon mit der Geburt los im Krankenhaus. Ja, und die ganzen medikamentösen Behandlungen, sage ich jetzt einfach nochmal so grob. Und dann auch in der Schule, was da passiert. Da dürfen wir ansetzen. Momentan ist die Krise eben noch da und für viele Kinder an den Schulen ist es eine Katastrophe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber es gibt immer mehr Eltern, die begreifen, dass das nicht mehr förderlich für die Kinder ist, ja, und die Kinder rausnehmen. Noch ein Thema, was ich ansprechen würde, ich mache das ja schon seit 2013, aber das würde ich auch wirklich vielen Menschen raten, Fernsehen und Radio auslassen, weil viele werden merken, das ist viel mit Angst oder gerade der C-Thematik, wenn man da wirklich mal alle halbe Stunde im Radio, im Fernsehen, das ist wirklich ja eine große Manipulation und immer wieder in dieses Thema reingehen. Ich hatte jetzt Besuch aus dem Senegal, meine liebe Freundin Mariama war da und die hat gesagt, bei uns kommt das nicht so, das wird einmal am Tag, gibt es mal so Zahlen, ob Tote diesbezüglich 0 oder 1, das ist ja so gering und also das kommt in den Medien einfach nicht. Und die war hier zu Besuch bei ihren Eltern, hat dann eben Radio gehört, Tagesschau und hat gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier bei euch los? Ne? Also das würde ich wirklich den Menschen empfehlen, das wirklich auszumachen, keine Nachrichten mehr zu schauen, keine Talkshows, wo dieses Thema einfach immer wieder hoch und runter gebetet wird, immer mit dieser Gefahr und schlimm und neue Welle. Also das würde ich wirklich den Menschen raten, sich wieder mit Dingen zu beschäftigen, die einem gut tun. Ich habe dann auch 2013 Fernsehen und TV weggelassen
Und dann hat sich bei mir ein Schalter im Kopf umgelegt und ich habe so viele Dinge für mich neu ergründet, auch gewisse Werte, ne? So gewisse Werte, die für mich eine Wichtigkeit haben, auch wie man eben mit Kindern umgeht. Für mich ist ja auch schon lange ein Thema, was die Ernährung angeht, ne? Massentierhaltung abzulehnen, Ausbeutung von Tieren abzulehnen und dass ich auch mal schaue, wo kommen die Produkte her, dass jetzt ist auch mein Fokus wieder mehr auf regionale Kost. Wir leben ja in so einer globalisierten Welt, ne? Alles kommt von überall her. Die wenigsten Sachen, die wir täglich konsumieren, kommen doch hier aus der Region. Und ich finde, das ist auch eine Sache, wo man umdenken könnte. Ja, sich nicht so Ja, abhängig machen. und es hängt ja auch zusammen mit dem ganzen Fernsehthema. Also da kann ich dir nur zustimmen, wirklich den Fernseher auslassen. Also einerseits natürlich, wie du gesagt hast, wegen der ganzen Thematik, die einem jetzt gehirnwäschemäßig immer wieder vorgesetzt wird, aber eben auch andererseits, wenn man Krimis schaut oder überhaupt, was einem da überhaupt noch so angeboten wird, ja, diese ganzen Dinge, die einen halt in Angst und Schrecken halten, wo man das gar nicht mehr merkt. Also man braucht nur mal, wenn irgendjemand einen Krimi schaut, überhaupt mal auf die Musik zu hören. Was macht das schon allein mit mir? Diese furchtbare Hintergrundmusik, wo du immer denkst, irgendwie gleich. Und das ist ja auch so eine Grundhaltung, in der man dann ist und durch die man dann, oder so eine Brille, durch die man dann die Welt sieht. Und da kann sich alles andere auch leicht andocken. Und dann ist es ja auch so, dass der, wie du schon gesagt hast, der Fernseher, der reproduziert ja immer nur das Alte, ja. Da gibt es ja wenig vegane Familien oder rohköstliche gar, die da irgendwie vorgestellt werden. Oder ja, es gibt ein paar Tierdokumentationen, aber dann auch schon wieder meistens, wie die Tiere dann eingefangen und gepflegt und ne, wo mir dann auch schon wieder das Herz irgendwie blutet, weil ich mir denke, eigentlich dürfte das alles gar nicht sein, ja. Und es reproduziert immer nur wieder unser System und wenn wir uns immer wieder einklinken, dann werden wir auch wieder mit reproduziert sozusagen, ja. Es ist ja auch, wenn Kinder das dann anschauen und dann sehen die dort, wie Käse gegessen wird oder Pizza und ja, dann wird es automatisch schwerer und dann gehen sie in den Kindergarten, dann sehen die anderen Kinder das. Also es ist schon perfekt aufeinander abgestimmt, so dieses uns immer weiter im Schlaf halten, so ein bisschen, ne? Ja, also wirklich eine Chance, sich damit jetzt zu beschäftigen, auch mit echter Gesundheit. Wo viele halt Ja. früher dachten, na, das, die Verantwortung geben wir ab an Ärzte, an Politiker im schlimmsten Fall auch. Und dass jetzt wieder die Chance ist, zu schauen, was ist denn echte Gesundheit? Was, dass es auch viel mit Verantwortung zu tun hat, Selbstverantwortung, auch Selbstliebe. Dass man einfach Ja. schaut, ja, wie kann ich mein Leben auf, wie bin ich im Leben aufgestellt, sodass ich wirklich mich gesund halten kann? Das ist jetzt eine Chance, da wirklich da reinzugehen und zu schauen. Also nicht nur die körperliche Gesundheit, auch die seelische, die emotionale Gesundheit. Also, dass man wirklich mal so eine Grundreinigung macht. Nicht nur Körper und Geist, indem man eben schaut, Fernsehen und Nachrichten ganz weglassen. Ich meine, man muss selbst, möchte ich auch mal sagen, im alternativen Bereich ist auch viel Angst und Panikmache. Das sind Ja, ganz definitiv, klar ja. Sachen. Auch Also da wirklich aufpassen. aufpassen, ganz gezielt, wenig. Das Positive sollte wirklich überwiegen. Und ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, sich. Jeder hat ja so seinen emotionalen Rucksack, hat seine Traumatisierungen in irgendeiner Art und Weise, sich wirklich das genau anzuschauen und das aufzulösen. Nicht immer wegzudrängen, wegzudrücken, unterdrücken, das kenne ich auch, habe ich jahrelang gemacht. Und es ist wirklich eine Befreiung, die Dinge anzuschauen und aufzulösen. Entweder alleine oder mit Hilfe, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte zum Beispiel auch eine Soul-Hypnose, ich hatte auch zum Beispiel eine Bekannte, die ist Lebenscoach und hat mir nochmal eine ganz andere Perspektive, Sichtweisen auf eine gewisse Traumatisierung gezeigt, wo ich dachte, ah ja, stimmt. Also es ist möglich, diese Sachen aufzuarbeiten und wieder zu echter Gesundheit zu kommen. Wir sind ja Körper, Geist und Seele, also nur gesund essen allein reicht nicht. Ne? Auch eine gewisse Entgiftung, eine gewisse körperliche Entgiftung, seelische Entgiftung, also auf verschiedenen Ebenen da zu arbeiten, das ist eine Chance. Und auch, da wirst du mir auch zustimmen, Julia, diese ganze Konsumgesellschaft, diese Konsum- und Wegwerfgesellschaft, wie viel auch aus Plastik besteht, wie viel einfach so entsorgt wird. Oder dass man auch sich so gewisse, du hast es schon angesprochen, Eltern haben wenig Zeit für die Kinder und erkaufen sich das dann. Entweder gibt es Geld oder Geschenke und Reisen, ja, dass man das einfach mal hinterfragt. Da ist auch eine gewisse Abhängigkeit. Umso mehr man diesem Konsumverhalten unterworfen ist, das neueste Handy und dies und das, umso mehr muss man auch arbeiten und braucht Geld. Und steckt dann Ja. Geld eben in diese Konsumdinge, anstatt vielleicht auch in die eigene Gesundheit. Oder man arbeitet weniger und hat mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für die Natur, mehr Zeit, um Berufung und Hobby nachzugehen, das, was einen wirklich ausfüllt. Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe auch um mich herum, also es ist ja lustig, ich habe ja, wann habe ich angefangen? Ich glaube, das war so im Mai oder Juni, nachdem dieses große Theater losging. Und seitdem ist ja mein Kanal auch schon ein bisschen gewachsen und man merkt einfach, wenn man
einen Schritt geht und vielleicht auch mal was investiert oder dies macht und jenes macht, sich zusammenschließt mit Menschen, ja, dann entstehen neue Wege. Und da ist es einfach auch schön, wenn man Mut machen kann und sagen kann, ja, es dauert vielleicht ein bisschen, aber am besten heute anfangen, irgendwas Neues zu integrieren, irgendwas Neues auszuprobieren. Vor allem auch mit den Kindern. Ja, es gibt so viele Kleinigkeiten. Also man kann ja auch Karten ziehen, Engelkarten, oder ich habe selber auch, das habe ich aber noch nicht jetzt irgendwie zum Verkaufen, das habe ich nur für meine Tochter gemalt, so ein kleines Kartenset, wo ich dann eben Sachen draufgeschrieben habe, wie ich bin beschützt, ich bin getragen oder heute sorge ich gut für mich oder ich glaube an meine Träume, einfach wieder Dinge in unser Leben zu integrieren, die ganz verloren gegangen sind, weil ja für alles in unserem modernen Leben, jetzt modern, irgendeine fertige Lösung schon gibt, ja, ob das jetzt Mikrowellenessen ist oder alles geht schnell, ja, und wir hinterfragen halt viel nicht, also jetzt fangen wir natürlich an und du machst es ja auch schon sehr, sehr lange, und wir hinterfragen diese schnellen Lösungen, die uns angeboten werden. Und du hast ja auch gesagt, diese Konsumgesellschaft, und so ähnlich wird ja auch mit unserem Körper im Gesundheitssektor umgegangen, ne? Wenn die Hüfte kaputt ist, na, dann kommt halt eine neue rein, oder wenn die Zähne halt rausfallen, na, dann gibt es ja Implantate. Und keine Frage, es ist ja wunderbar, dass es das gibt, die Möglichkeit. Aber die Frage ist, ist es überhaupt nötig, wenn wir von Anfang an anders mit unserer Gesundheit umgegangen wären? Wäre das dann nötig, ne? Es ist ja, ja, so eine, eigentlich so eine Begleitung beim langsamen Sterben eher, als irgendwie, dass es sich wirklich von Grund auf dieses System mal mit unserer Gesundheit befasst. Und wie du gesagt hast, die seelische Komponente, die geistige Komponente, die gehört ja unbedingt mit dazu. Ja, also viele Leute, die zum Beispiel Essstörungen haben oder depressiv sind, das ist ja, das hängt ja wirklich alles miteinander zusammen. Das hängt wiederum mit der Ernährung zusammen und bringt dann aber auch wieder so den Motivationsmangel mit sich, irgendwie was Neues anzufangen. Und dann kommt halt jemand mit einer Tablette, los, nimm die, dann geht's, und dann. Ich habe das auch schon mal in einer Sprachnachricht auf Telegram gesagt. Ich habe vor Jahren mal ein Interview gesehen, da hat ein Arzt, der ist aber ausgestiegen, ich weiß gar nicht, ob er als Heilpraktiker arbeitet oder komplett aus diesem Bereich ausgestiegen ist, der hat mal gesagt, die Pharmaindustrie hat an zwei Arten von Menschen kein Interesse. Das sind die Toten und das sind die Gesunden. Und deswegen werden die Menschen irgendwo in der Schwebe dazwischen gehalten. Ja, das sollte man sich bewusst machen. Und das ist, wie gesagt, hatte ich ja schon angesprochen, jetzt auch eine Chance, darüber nachzudenken, was ist echte Gesundheit? Wie kann ich meine Gesundheit unterstützen und in die Selbstverantwortung gehen? Diese Krise ist natürlich auch, ich beschäftige mich ja schon länger damit, das ist, finde ich, immer für mich persönlich wichtig, weil mich das schon als Kind immer interessiert hat, Dinge zu hinterfragen, hinter die Kulissen zu schauen. Und das hat auch nicht halt, das war erst ein Kleinding, und das hat natürlich in den letzten Jahren noch nicht halt gemacht, zu hinterfragen, welchen Strukturen leben wir eigentlich? Gerade auch Richtung Politik, dienen die uns wirklich, diese Menschen, ja? Was sind das für Menschen? Ich hatte kürzlich ein Video veröffentlicht mit der Susanne Loray, da ging es um hochsensible Narzissmus und toxische Strukturen. Und da muss man nochmal Richtung Politik schauen. Und wenn man da wirklich auch so ein Gespür dafür hat, dann ist das offensichtlich, was da uns für Menschen führen, in Anführungsstrichen. Also führen ist eigentlich nicht das falsche Wort, ich würde eher ein anderes sagen, aber das lasse ich jetzt mal lieber. Also das ist auch ein wichtiger Zeitpunkt. Also ich merke ja schon, viele Menschen sind durch diese C-Thematik, fangen jetzt an aufzuwachen, bleiben allerdings vorerst nochmal in dieser ganzen C-Thematik hängen, aber es gibt dann wirklich Leute, die im Schnelldurchlauf das durchgehen, was ich in den letzten 7 Jahren für mich so erschlossen habe. Das ist natürlich, das muss man auch erstmal alles verarbeiten, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man genau hinschaut, dann weiß man auch, dass das so mit der Politik, auch mit den Finanzen, mit dem ganzen Bankensystem, also das sind eigentlich in allen Bereichen, war es schon sehr grenzwertig vor der C-Krise. Ja, manche sagen ja, die C-Krise, das ist alles künstlich, wird es so hochgepusht, weil eben die Finanzwelt zusammenbricht, die Finanzen, die Banken, dass ein großer Finanzcrash kommt. Also da gibt es ja verschiedenste Theorien. Ich wollte es nur mal so angesprochen haben, dass man das auch an, dieses ganze Zinssystem, Zinseszins, und das zum Beispiel, habe ich mich auch schon ein bisschen damit beschäftigt, dass die Länder ja gar nicht mehr ihr eigenes Geld drucken, sondern das bei einer Privatbank gegen Zinsen, ja. Ja. Muss man sich mal überlegen, und das war früher, ich weiß nicht, wie, also auf alle Fälle, bevor die Titanic gesunken ist, ich weiß nicht, also auf alle Fälle, vor einer langen Zeit war das mal an den Händen der Länder. Der eigenen Länder, ja.
die eigenen Finanzen. Und das ist auch so eine Sache. Wo geht das hin? Ja, das wurde auch in diesem Video, das kann ich empfehlen, was ich schon verlinkt habe, von Neue Horizonte, die Form mit dieser traumatisierten Kindergesellschaft, wurde das, glaube ich, auch angesprochen, was das eigentlich für ein Wahnsinn ist, dass die Länder eigentlich ihre eigenen Menschen in dem Land diesem Bankensystem ausliefern, diesem Kartell da. Ja, und dass so viel gearbeitet wird, um eben die Zinsen, also ist eigentlich schon, wenn man sich ja wirklich intensiver damit beschäftigt, das ist schon eigentlich Wahnsinn, dass die Menschen das auch nicht durchschauen, ja, dass sie das einfach so hinnehmen. Aber sie werden halt unten gehalten, beschäftigt gehalten, im Hamsterrad, im Konsum. Und dann ist es für viele dann doch irgendwie bequem, da irgendwie lieber im Hamsterrad zu bleiben, in der Matrix zu bleiben, als sich mal mit den Dingen, die um uns herum sind, zu beschäftigen, ob die wirklich für uns gut sind, auch für die Tiere. Gerade was hier in Deutschland mit den Tieren gemacht hat, Massentierhaltung ist ja hier ganz groß geschrieben. Und was macht das mit dem Feld, wenn wir in einem Land leben, wo ganz viele solche Mastbetriebe sind, für Rinder, für Schweine, für Hühner? Das macht ja auch was mit uns Menschen. Also auch der Fleischkonsum selber, ne? Also der bringt ja auch diese ganze Angst und die ganzen Angsthormone, ja, nimmt man ja dann in sich auf. Und ich hatte auch neulich nochmal zu dem Thema Politik und Strukturen ein Video gemacht zum Thema Autoritäten und natürliche und künstliche Autorität. Und letztlich sind wir ja wirklich nur diesen künstlichen Autoritäten untergeordnet, ja, die irgendwelche Befugnisse bekommen von wer weiß wem, ja, die dann zum Beispiel Noten geben können oder die eben irgendwelche Verordnungen erlassen können oder die eine Waffe tragen, ja, jetzt gerade bei den ganzen Spaziergängen und so weiter. Und das ist für mich halt so diese künstliche Autorität, die auch zu diesem künstlichen Feld mitgehört, was uns halt unten hält. Und da bin ich halt auch drauf eingegangen. Und das geht ja schon wie du gesagt hast, eigentlich schon von der Geburt an los. Dann Kindergarten, ja, da wird es verschiebt sich ja alles immer weiter nach vorne. Die Kindheit und das Menschsein eigentlich wird immer mehr rausgedrängt. Und wie an so einer Perlenschnur werden wir dann in so einen Sog aus Unterordnung reingebracht. Also, dass wir einfach... Wir hören da einfach drauf, das ist so ähnlich wie mit dem, es gibt, glaube ich, doch die Elefanten, ne, die, wenn sie klein sind, werden sie so festgenagelt mit so einem Holzpflock und können dann natürlich das noch nicht wegziehen, weil sie noch klein sind. Aber die denken später immer noch, sie können nicht weg. Und da reicht trotzdem der kleine Holzpflock aus, um die festzuhalten. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Wir haben als Kinder traumatische Erlebnisse gehabt in der Kita oder bei Ärzten oder irgendwas, was mit irgendwelchen hierarchischen Strukturen zu tun hat und haben dort ein Verhaltensmuster vielleicht des Abduckens entwickelt und das begleitet uns unser ganzes Leben, wenn wir uns das nicht anschauen. Ne? Deswegen ist es auch so wichtig, diese innere Arbeit, die du auch angesprochen hast. Und es ist eigentlich wirklich nur ein kleiner Holzpflock, der uns festhält, auch als Kollektiv. Und viel ist eigentlich nicht zu tun, außer dass die Leute nach und nach in ihre Kraft kommen und eben dann andere Wege suchen, wenn die vorgeschriebenen Wege uns nicht gefallen. Ja, da gibt es ja auch immer Alternativen. Und ich finde, wenn es wirklich um eine Veränderung, um eine neue Welt geht, dann muss der Fokus auf die Kinder liegen, weil das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Ja. Und ich hoffe, dass man die Traumatisierung, die viele Kinder jetzt erleben, dass man das wieder auflösen kann, dass wieder echte Heilung passiert. Und das geht aber in meinen Erachtens nur, wenn, sage ich mal, empathische Menschen an die Führung kommen, die, weil ich denke, auch eine Veränderung, das hatte ich auch schon in dem Video mit der Susanne Lorey gesagt, wir brauchen ganz umfassende Liebe, Mitgefühl und Verantwortung. Ja, ja, und Menschen, Achtsamkeit auch. Dass wir Menschen an oberen Positionen haben, die es lieben, uns zu dienen. Aber da meine ich jetzt nicht dieses Unterwürfige, sondern die es lieben, für uns das Beste rauszuholen. Aber nicht nur für uns Menschen, sondern auch für die Natur und für die Tiere und die Regionen. Ja? Also das ist zu wünschen übrig. Wie das irgendwann mal erreicht werden kann, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber zumindest, dass die Menschen sich das mal bewusst machen. Ja? Wo leben sie aktuell? Welchen Strukturen dienen diese Strukturen uns? Der Natur, den Tieren? Und was sind so gewisse Werte? Und wie kann man das in eine neue Welt transformieren? Wie kann man sich selber in eine neue Welt transformieren? Und das ist auch ganz klar, jeder muss bei sich selbst beginnen. Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Auch wenn du nur der Einzige bist in deiner Region oder nur wirklich eine ganz große Minderheit. Es ist trotzdem wichtig, den Weg voranzugehen. Wenn man das einmal gefunden hat, kann man es auch nicht mehr wirklich ignorieren. Ne? Das merkt man dann genau. Ne? Man geht dann seinen Weg und
Ich denke, viele Menschen machen sich jetzt auf, die anderweitig noch im Hamsterrad weitergerannt wären. Und es ist halt ein Prozess, der auch Zeit braucht, weil es ja auch lange, lange in uns ja eingearbeitet worden ist, diese ganze ja, die Vorstellung davon, wie die Dinge eben zu sein haben. Genau. Ja, und bei den Kindern anfangen absolut, weil es ist ja, selbst wenn jetzt viele Kinder noch diesen Wahnsinn, sage ich mal, ausgesetzt sind, gibt es ja schon Eltern, die sich eben auf den Weg machen und die eben Kinder so begleiten, dass sie dann vielleicht auch späterhin unterstützend wirken können und dann vielleicht auch ein Stück weit das wieder auffangen können, was jetzt angerichtet wird, ja. Ich danke dir für deine Worte. Ich möchte noch gern, du hast ja was erwähnt, du hast ja ein neues Lied veröffentlicht auf deinem YouTube-Kanal. Wie heißt das Lied? Händchen in Hand wie der Kanal, das ist sozusagen der Song zum Kanal. Du hast mir auch einen kurzen Trailer zugeschickt, ich glaube, geht 15 Sekunden oder so. Den werde ich jetzt hier einfügen und werde dann auch oben in den Infokarten deinen Song verlinken. Ihr Lieben, das war's von uns. Ich danke dir, liebe Julia, für dein Hiersein, dass du deine Gedanken mit meinen Zuschauern geteilt hast. Und ich meine, das sind alles Themen, da kann man zu jedem Thema ein langes Video machen, lange Vorträge, da kann man endlos debattieren. Wir wollten einfach nur mal so einen kurzen Einblick, das kurz umreißen, um was es uns eigentlich auch geht, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Wir freuen uns natürlich über regen Austausch unter diesem Video. Lasst gerne eure Gedanken, Meinungen dazu unter diesem Video. Wie fühlt ihr das gerade? Was sind für euch die wichtigsten Veränderungen, die anstehen? Oder mit was seid ihr in der alten Welt überhaupt nicht klargekommen? Also gerne, ich bin sehr interessiert. Hinterlasst eure Kommentare unter diesem Video. Liebe Julia, alles Liebe auch für dich. Alles Liebe. Ja, vielen Dank. Und ja, bis ganz bald. Ja, bis bald.